Hallo ihr Lieben und ganz herzlich willkommen zur neuesten Folge Bunte Wipgloss, heute mit der wunderbaren Gerrit Kling. Ihr kennt sie als Schauspielerin, zum Beispiel aus der ZDF-Serie Notruf Hafenkante, und Gerrit sagt ganz klar, Beauty, das ist für mich Seelenpflege. Aber ich sag mal, so eine Seelenpflege, die kann auch mal schief gehen. Sie erzählt mir nämlich von ihrem schlimmsten Beauty-Fauxpas überhaupt, der wahrscheinlich teuersten und sinnlosesten Typveränderung ever. Wir haben sehr gelacht, das kann ich euch schon verraten. Und Gerrit verrät mir auch ganz exklusiv ihr extrem kurioses Beauty-Geheimnis. Sie schluckt jeden Abend 6 Vulkantabletten, also tatsächlich Tabletten aus echter Vulkanerde. Was die bewirken, hört ihr jetzt. Ganz viel Spaß mit dieser neuen Episode Bunte Wipgloss. Zuhören macht schön. Stars lüften ihre ganz persönlichen Beauty-Geheimnisse. Bunte Wipgloss, der Beauty-Podcast mit Jennifer Knäble. Herzlich willkommen, liebe Gerrit Kling. Hallo Jenny, ich freue mich. Schön, dass du bei uns bist. Schön, ja, dass es geklappt hat. Ja, finde ich auch. Es ist Wochenende und du hast den Weg zu uns gefunden. Das finde ich ganz toll, dass du ein Wochenende von dir opferst, ein bisschen Zeit. Opfern. Ich habe mich ja auch mal gefreut. Einen Podcast habe ich tatsächlich noch nie gemacht. Was siehst du? Weißt du, das ist für mich heute mal Premiere. Das ist echt. Jawohl. Und da war ich wirklich so gespannt, wie das ist. Und ich habe ein paar Podcasts von dir angehört und die fand ich alles sehr charmant. Und dann dachte ich, da will ich auch hin. Das finde ich sehr, sehr gut. Bist du denn entspannt in den Tag gestartet heute, so am Wochenende? Ja, wie sieht so ein Tag bei dir aus? Also wir waren gestern Nacht, wir hatten ja jetzt großen Sturm hier. Mhm. Und wir haben gestern Abend noch so eine Lesung gehabt mit meiner Schwester in Flechtingen. Flechtingen ist bei Magdeburg, in so einem Kurhaus. Es war total schön, weil die Leute waren so hinreißend da. Und wir wurden echt gefeiert. Und wir haben nämlich ein Buch geschrieben zusammen. Mhm. Das Buch heißt Anja und Gerrit Kling, dann eben ohne Titel. Wir konnten uns mal wieder nicht einigen. So heißt das Buch. Weil es so war, weil egal welchen Titel ich ihr vorgeschlagen habe, sie fand ihn blöd und umgekehrt. Ja. Also haben wir irgendwann gesagt, okay, dann heißt das Ding eben ohne Titel. Das finde ich aber sehr lässig. Ja, das ist sehr lässig und das Buch ist auch sehr lustig geworden und wir haben jetzt eine sehr schöne Lesung daraus kreiert und gehen ab und zu auf Lesereise damit. Jedenfalls waren wir da gestern in der Nähe von Magdeburg und dann war das natürlich schwierig mit dem Sturm und wir haben lange gebraucht, wieder nach Hause zu kommen, und als ich dann endlich zu Hause angekommen war, da war dann noch Besuch zu Hause und dann ging das noch bis nachts um 4. Das heißt, ihr habt gelungen. Heute Morgen habe ich gedacht, oh Gott, wie soll bitte aus meinem Gesicht irgendwas werden? Und das beim Beauty-Podcast. Ja, und das beim Beauty-Podcast. Das tut mir jetzt auch ein bisschen leid, aber es ist jetzt auch egal. Gerrit, ich feiere dich. Du siehst nämlich wirklich so frisch aus. Also wann bist du ins Bett? Um 3:30 war ich im Bett. Um 3:30? Ja, ja. Ja, ja. Und dann wurde ich auch schon wieder um 9 aufgestanden, weil der Besuch wollte ja Frühstück essen. Ach, das war so richtig hier mit noch ja, ich hab dann also kochen schön, in the morning ja, und dann so. Dann habe ich schön den Tisch gedeckt und so. Und wir hatten natürlich auch gestern einige Gläser Rotwein, einige zu viel. Aber das sind die schönsten Abende. Ja, das war so herrlich. Ich war so entspannt, weil ich mich so gefreut habe, dass die Lesung so gut angekommen ist. Und dann hatten wir diesen netten Besuch. Und jetzt bin ich hier und bin eigentlich auch entspannt. Und was gab es zum Frühstück? So ein richtiges Katerfrühstück? Ja, ein bisschen schon. Also wir hatten so eigentlich das, was man so, wenn man an Beauty denkt, nicht essen würde. So Weizenbrötchen und dicken Schinken und Trüffelsalami. Oh, weißt du, so fette Sachen. Und das ist ja eigentlich immer das, wenn man so ein bisschen verkatert. Hat, ist eigentlich das, worauf man am meisten Appetit hat. Ne? Weltklasse. Weißt du, was ich auch total gern esse? Das ist auch echt eklig. Aber wenn so Pizza übrig ist von so einer Party, ja, und dann kann man die morgens noch in den Toaster stecken. Und dann so die getoastete, das getoastete Pizzabrot. Ja. Das, ich finde das auch lecker. Wo alle denken, das hat noch doch, das ja, ich stehe ja auch auf solche Sachen. Also ich merke schon, wir verstehen uns. Und das ist ja auch Beauty, weißt du, wenn es glücklich macht und von innen kommt und was strahlt. Weißt du, so Beauty nämlich. Talk, für mich ist sowieso Beauty. Das wirst du auch merken, wenn du mich vielleicht über bestimmte Beauty-Sachen fragst. Für mich ist eigentlich Beauty wirklich Seelenpflege. Das, was von innen kommt. Weil wenn du glücklich bist, wenn du mit dir fein bist, wenn du dich magst, wenn du dich selbst lieb hast, dann kannst du eigentlich nur strahlen. Aber wenn du immer nur von außen versuchst, mit Cremes und mit allem irgendwie auf dich was zu erreichen, das bringt nichts. Das ist so, oder? Man ja, merkt das. Das ist wirklich so. Mhm, und na klar, ein paar gute Produkte sind schon auch ganz fein. Gibt es denn so ein Beauty-Ritual, was du hast, wo du sagst, darauf kann ich nicht verzichten?
Ja, tatsächlich. Ich nehme abends, jeden Abend zum Schlafen, 6 Vulkantabletten. Die sind aus Vulkanerde. Und die entgiften den Körper über Nacht. Wir nehmen ja doch den ganzen Tag irgendwelche Gifte zu uns. Ob es jetzt Rotwein ist oder irgendwelche Sachen, die nicht Zucker. Besonders. Ja, Zucker, Süßkram, alles Mögliche. Mhm. Viele Sachen kann der Körper gar nicht so gut abbauen. Und um das alles ein bisschen zu entlasten, habe ich für mich den ultimativen Tipp. Also das ist wirklich, das ist ein Detox-Vulkankapseln. Da ist diese Erde drin. Das ist nicht mit Heilerde zu verwechseln. Mhm. Heilerde ist auch gut, aber das ist noch besser. Die habe ich von einer Ärztin bekommen, die hat mir das empfohlen. Vor längerer Zeit schon. Und ich muss sagen, mein Leben hat sich dadurch verändert. Ich hatte so viel mit, auch mit Blähbauch zu tun und mit all diesen immer wieder durch, ja, weil man hat ja auch oft, man ist aufgeregt und dann Stress. Nervös, Stress und manchmal hat man auch seelischen Stress und so. Und das legt sich bei mir zum Beispiel alles auf Magen-Darm, ja, alles. Mhm. Egal was ich, wenn irgendwas doof ist, legt es sich auf Magen-Darm. Schlägt und auf den Magen, ne? Immer, ja, schlägt so auf den Magen, und das ist nicht schön und da habe ich echt oft zu kämpfen gehabt, schon als ganz junge Frau. Aber das ging einfach so über die Jahre immer lang hin, ja. Und durch diese Vulkankapseln ist das alles weg. Das heißt, diese Vulkanerde, kannst du das auch erklären? Ich weiß, das hat so einen Detox-Effekt, Das hat einen Detox-Effekt, damit wird die Leber entlastet und diese ganzen Gifte kommen erst gar nicht in den Darmtrakt. Die werden abgespalten. Und werden dann ausgeschieden. So, und dadurch hast du einfach nicht diesen ständigen, dass du eben halt im Darm diese Schlacken und Gifte hast, sondern die werden vorher schon durch diese Vulkankapseln. Das ist ja ein super Tipp. Da gibt es nur eine einzige Apotheke, die ist in Aachen, die stellen das her. Und das muss man sich schicken lassen. Das wird richtig angefertigt. Okay. Und das gibt's jetzt nicht so einfach lang hin irgendwie bei Amazon oder so. Das kannst du nicht einfach kaufen. Das heißt also, wenn man das jetzt möchte, dann schreibt uns gerne eine Mail. Dann leiten wir das mal weiter. Genau, genau. Super spannend. Genau. Ja. Kann er, das siehst du. Hast du denn, liebe Gerrit, auch in all deinen Karrierejahren, du bist ja schon sehr, sehr lang auch in der Branche, gab es mal so ein Beauty-Fail? Spiel nicht auf mein hohes Alter an. Das hast du gesagt. Ich meinte das jetzt eher würdigend. Und dass man da schon sehr viel miterlebt hat. Viele rote Teppiche, viele Premieren, viele Events. Gab es mal rückblickend so ein Beauty-Fail, wo du gesagt hast, oh Gott, ich weiß gar nicht, was da mit mir passiert ist. Das war ja ganz schrecklich. Fashion oder ein Make-up oder eine Frisur. Ah, das gab es oft. Ich habe mir mal so einen komischen Pagenkopf schneiden lassen. Der hat mir überhaupt nicht gestanden. Dann habe ich gedacht, okay, jetzt steht er mir nicht, der Pagenkopf. Dann habe ich mir dazu noch einen Pony schneiden lassen. Das sah noch, es wurde immer furchtbar. Und es war nachher so schlimm. Dann kam mein Friseur auf die Idee, jetzt macht er mir ein paar Extensions rein. Am Ende sah ich wieder aus wie zum Anfang. Aber ich habe so viel Geld gelassen. Verstehe. Also das war, eine teure Typveränderung. Es war eine sehr teure Typveränderung, um am Ende wieder so auszusehen wie vorher. Also ja, ist so. Auch ein Learning. Herrlich. Hast du sowas wie eine Beauty-Macke? Beauty-Macke? Sammelst du irgendwelche verrückten Sachen oder hast du irgendwie 7000 Lippenstifte? Nee, ehrlich gesagt, das habe ich nicht. Mhm. Das Einzige, was ich habe, was ist auch wieder zu teuer ist eigentlich, ist ich darf nicht in einen Douglas-Laden reingehen, weil wenn ich da drin bin, dann werde ich so verschwenderisch. dann räumst du nur noch in den Korb rein. Ja, dann sehe ich so, der Lipgloss, das sieht ja aber auch gut aus. Ach, den kann ich ja auch, den nehme ich nochmal mit. Weißt du, und dann habe ich immer so eine scheiß Riesenrechnung am Ende und ich wollte eigentlich nur eine Körperlotion kaufen. Also kennst du sowas? Bist du so ein Beauty-Opfer? Ich bin so ein Beauty-Opfer. Ja. Ich gehe dann einfach so, dann kann ich mich nicht entscheiden, soll ich jetzt das nehmen oder das nehmen oder das nehmen. Dann nehme ich nachher alles und dann habe ich ein super schlechtes Gewissen, wenn ich da rausgehe. Finde, dann hat man zu Hause so viel Zeug rumfliegen und ich ertappe mich immer, dann benutzt man das aber nicht. Ja. Weil dann denkst du, super, jetzt habe ich den Kram, der sah jetzt so toll aus hier irgendwie. Ja, ne? Oder dass du dann auch vergisst, dass du das hast. Ne? Kennst du das? Dass du dann zu Hause auf einmal denkst,
echt, die Farbe habe ich ja schon, Nagellack oder sowas. Und dann hast du das wieder mitgenommen und dann stehen da, weiß ich, 20 Nagellacke bei dir rum und ich trage nie Nagellack und ich habe trotzdem so viele. Also das sind so Sachen, das sind meine Schwächen. Ich glaube, da findet sich jede Frau tatsächlich wieder. Ja, Schwachpunkte. Wie ist das, Gerrit, vielleicht kannst du mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, du als Schauspielerin, wie ist das am Set? Ihr habt ja Maskenbildner, die sich dann um euch kümmern, die euch für die Rollen, ich hätte es fast gesagt, so nenne ich es in meiner Branche immer lustigerweise, präparieren. Ja, ich sage immer restaurieren, präparieren. Aber bei euch ist es ja nochmal speziell, weil ihr ja auf gewisse Typen dann auch geschminkt werdet. Also wie viel Mitspracherecht hat man denn beim Thema Beauty eigentlich am Set? Also wenn einem zum Beispiel was jetzt gar nicht gefällt, sagen die dann, ja, aber das ist jetzt die Rolle oder kann man da schon mal sagen? Also man kann schon mitreden. So nicht. Man kann schon mitreden. Mhm. Ich habe jetzt zum Beispiel, ich drehe seit gefühlt 100 Jahren Notruf Hafenkante und spiele da die Ärztin. Mhm. Natürlich kannst du als Ärztin nicht beautymäßig viel machen. Eine Ärztin, da spielst du eher die Profession. Das heißt, ich kann da jetzt nicht mit riesen Lidschatten oder was weiß ich. Vamp. Oder Vamp-Augen oder solchen Booster-Lippen da kommen. Vielleicht auch mal was. Nee, das geht dann eher nicht. Aber wenn ich dann zum Beispiel, jetzt hat gerade die neue Staffel wieder begonnen und ich habe letzte Woche wieder angefangen zu drehen. Und dann bin ich da hingegangen und habe gesagt, Kinder, wollen wir nicht mal die Haare aufmachen? Also jetzt, ich hatte davor natürlich längere Haare und da ging das nicht. Da musste ich immer Zopf haben. Jetzt habe ich irgendwie die letzten 5 oder 6 Jahre habe ich immer einen Zopf getragen. Jetzt habe ich gedacht, oh, das kann doch mal auch mal offenes Haar. Und jetzt haben wir uns geeinigt, Haare schön hinter das Ohr und aber offen. Und da habe ich mal so ein bisschen eine Veränderung. Aber mehr ist da schon gar nicht möglich. Und ich habe festgestellt, bei fast allen Rollen, also die man so spielt, wenn man die Mutter spielt, die Richterin, die Ärztin oder so. Das Make-up ist sehr, sehr natürlich und es wird darauf Wert gelegt, dass man wenig, wenig Schminke im Gesicht hat. Und dann kommt ja noch HD dazu. Unser aller Freund, wo du wirklich die Kamera, dass du wirklich jede Pore im Gesicht siehst und jeden Mitesser und so. Das ist sehr oft sehr also für Frauen auch meines Alters, wenn wir uns das angucken, mein Mann und ich, dann sage ich immer, Wolfi, sehe ich wirklich so aus? Bitte sag mir, dass ich im Leben nicht so aussehe. Ich habe doch gar nicht so viel Falten. Ich sehe doch jetzt gar nicht so alt aus. Das ist aber HD und das ist eben da auch dadurch, dass beim Drehen oft sehr wenig Zeit ist. Ja, nehmen sich die Kameramänner und die Beleuchter, die geben sich schon ganz viel Mühe und versuchen wirklich, ich habe einen ganz tollen Oberbeleuchter und der gibt sich so viel Mühe mit mir. Aber es geht manchmal durch die schnelle Drehweise. Hast du manchmal natürlich auch ein Seitenlicht oder hast so ein blödes blaues Licht drin oder so und dann hast du hier so eine Furche auf einmal, die du gar nicht hast oder so oder dein Hals sieht total knitterig aus oder so. Das passiert. Und das ist eben früher, als man noch in den Zeiten von Marlene Dietrich gedreht hat oder so. Marlene Dietrich zum Beispiel, die hat, egal welchen Film sie gemacht hat, da gab es stundenlanges Einleuchten. Da gab es zum Beispiel Probeaufnahmen mit ihr. Da kam sie in die Marlene Dietrich Halle, die jetzt nach ihr benannt ist, also im Studio Babelsberg zum Beispiel. Dann hat man sie auf ein Podest gestellt und dann hat man sie erstmal ausgeleuchtet. Wow. Da gab es Kameramänner, die haben sie stundenlang angeguckt und haben geguckt, von welcher Seite, welches Licht, wie kann man das bauen, dass sie dann hier diese Kanten kriegt, dass es ein Augenlicht gibt und so weiter. Das macht man heute natürlich. Vielleicht macht man noch in ganz großen Kinofilmen in Hollywood, macht man das noch, aber vielleicht James Bond. Ja, oder bei James Bond, aber in so normalen Fernsehproduktionen, Serien und sowas, die Zeit ist nicht da und dann muss man einfach ertragen, dass man so aussieht, wie man aussieht. Und die Fernseher werden ja leider auch nicht kleiner, ne? Nein, das ist ja auch noch ein Problem. Die Poren, die du gar nicht siehst in deinem Badezimmer, weil du ein schönes Vorderlicht hast, die hast du dann auf einmal auf HD. Es gibt bei Instagram so einen schönen Filter, wenn man einmal nach rechts wischt in der Story, der macht so einen leichten Glow, der heißt Paris. Und dann sagen immer alle aus Spaß, wo ist beim Fernseher der Paris-Filter? Ja. Und man einmal so drüber wischt und schon hat man den Glow. Du musst doch jetzt nicht denken, dass ich den Paris-Filter nicht kenne. Ich weiß nicht, ob unsere Hörer den wirklich kennen. Ich liebe ihn. Auch? Ich benutze ihn auch mitunter. Ja. Gerade morgens ist der super. Ich versuche in der Tat bei Insta nicht mehr so viel Filter zu benutzen, weil ich bei anderen gesehen habe, wie unnatürlich das aussieht. Ich finde, dass der Paris-Filter, aber der ist
gar nicht so doll unnatürlich. Ja, ich finde, der macht nur so einen Glow. Genau. Aus. Also man so sieht Glow, nicht anders aus. Genau. Was ich schlimm finde, es gibt bei Insta wirklich Filter. Man hat ein anderes Gesicht. Genau. Also es gibt das gefällt mir Leute, nicht. Genau, die siehst du in Natura, ja, und dann siehst du die in der Story und denkst, das ist doch nicht die gleiche Person. Also die formen ein anderes Gesicht. Ja, ja, genau. Das finde ich total krass. Manche benutzen nur diese Filter. Und wenn du die dann triffst im normalen, ja, Leben, denkst du, ist die jetzt über Nacht 20 Jahre gealtert oder was ist da los? Is this you? Mir hat auch mal ein Schönheitschirurg erzählt, das fand ich ganz spannend, dass er sagte, gerade so ganz junge Mädels, ja, die ja viel bei Insta unterwegs sind, die viel diese Filter nehmen, auch diese verändernden Filter, mhm, dass die sich in Natura nicht mehr sehen können. Also dass die zu ihm in die Praxis kommen und auf einmal Makel an sich aufdecken, wo er sagte, da ist doch gar nichts. Aber dadurch, dass die sich immer nur in dem Filter sehen, sehen die sich halt als andere Person. Ja. Ja, das ist, finde ich, ein ganz gefährlichen Trend. Also dieses Instagram und auch, ich mache das ja auch, ich gebe es zu, weil es für meinen Job notwendig ist. Aber es birgt gerade für junge Leute wirklich viele Gefahren. Also, weil dieser Vergleich und dieses Glamour und dieses immer schöner und Filter und alle tun immer so, als ob alles immer ganz easy ist. Also wir hatten da neulich echt ein Gespräch auch in der Familie, wo wir mit unseren Kindern darüber gesprochen haben und die manchmal dann auch so sagen, naja, ich fühle mich manchmal fast ein bisschen unter Druck, weil ich habe das jetzt ja alles nicht, das kommt immer so rüber, wie als hätten alle ganz viel Geld, würden dafür gar nicht viel arbeiten, weil sie irgendwie Influencer sind oder sonst irgendwas und sind immer nur alle im Glamour. Und das ist verfälscht ein bisschen. Deswegen das sagt man ja Leben. Insta versus Reality, ne? Sagt man ja, ja auch, ja, so gerne. Ja, ja. Wie ist das in der Schauspielbranche beim Thema jung bleiben? Man hört ja immer wieder, gerade so in Hollywood, ne, der Drang und alles. Alle haben Schönheits-OPs hinter sich und so weiter. Wie empfindest du das? Ist das stärker geworden? Weil ich finde ja zum Beispiel, es gibt ja auch so tolle Charakterrollen, ja, und da müssen Menschen ja auch eine Ausstrahlung haben und da muss sich auch im Gesicht was bewegen. Und ich finde, man sieht auch gerade in Hollywood, bei ganz vielen, da bewegt sich auch ungefähr gar nichts mehr. Wie empfindest du das? Ich meine, du bist ja mittendrin. Also ich empfinde das eigentlich als sehr, sehr schrecklich, was überhaupt mit Frauen ab einem gewissen Alter passiert. Mhm. In alle Richtungen schauend. Also das ist wie so eine Spirale. Weißt du, ab 50 wird es für die Frauen in der Branche, und das ist, kann ich ganz allgemein wirklich von allen Frauen sprechen, also von Schauspielerinnen, ich rede jetzt nur von meiner Branche, wird es wirklich richtig verheerend, weil die Rollen werden ja immer weniger. Es gibt kaum noch Rollen. Im Gegenzug dazu sind die Männerrollen, sind davon überhaupt nicht betroffen. Männer können viel, viel länger gut spielen als wir Frauen. Das ist schon mal ein Riesenproblem. Dann gibt es Männer, die sind dann 50, aber die kriegen keine 50-jährige Frau an die Seite gestellt, sondern die kriegen dann eine 40-jährige Frau an die Seite gestellt. Und wir Frauen, wenn wir dann mit 50 jetzt, einen Film drehen und dann sucht man den Partner, dann ist der 65. Also das wird schon mal so festgelegt. Mhm. Und das finde ich, das schwierig, ja. Absolut. Und ich finde auch, dass überhaupt die Frauen dann in einen Druck geraten. Ich kann das von mir selber sagen. Also es ist wirklich Druck. Ich bin zum Beispiel bei meiner Fernsehserie hier Notruf Hafenkante, bin ich inzwischen von dem festen Cast die Älteste. Die älteste Frau. Mhm. Ich bin nicht die älteste. Also da gibt es noch ein paar ältere Männer. Aber ich bin die älteste Frau aus dem festen Cast. Und natürlich hat man immer den Eindruck, oh Gott, wie lange geht das noch? Und wird man dann ausgetauscht durch einfach eine Jüngere oder so? Das haben die gar nicht vor. Und ich habe auch meinen ganz festen Stand da. Und ich habe, glaube ich, auch einen ganz guten Stand. Aber dieser innere Druck, der ist oft da und man denkt so, wird man jetzt zu alt für die Kamera? Man sieht sich ja auch, wir haben ja gerade darüber gesprochen, dass HD nicht besonders frauenfreundlich ist, dass man natürlich sieht, dass die Schwerkraft irgendwann einsetzt, dass dann vielleicht hier und da ein bisschen was runterfällt oder dass Falten sich bilden. Das ist ja normal. Absolut. Und eigentlich wäre es viel schöner, wenn man so damit umgehen könnte, dass wir alle das akzeptieren und
einfach uns darüber stellen. Es ist nun aber so, dass ganz viele Frauen an sich rumschneiden lassen und rumschnippeln lassen. Und es wird aber in der Branche nicht zugegeben. Mhm. Es wird jetzt nicht gesagt, wisst ihr, ich habe mal mein Gesicht liften lassen oder so, sondern es wird gesagt, ich trinke einfach wahnsinnig viel Wasser. Und mache Yoga. Und ich mache ganz viel Yoga und ich sehe einfach so natürlich so wahnsinnig toll aus. Und da kommen dann die anderen Frauen, die sich vielleicht nicht an sich was rumschnippeln oder rummachen lassen, natürlich in Zugzwang. Weil sie sagen, naja, bei mir hängt es aber schon. Aber hier habe ich schon die Falte und da habe ich die Stirnfalte und da habe ich schon die Augen falten und soll ich jetzt da eben Botox reinspritzen oder was? Mhm. Also das ist eine wirklich schwierige Sache, es ist eine echt schwierige Kiste. Da muss man sehr stark sein, bei sich bleiben und sagen, nee, mache ich nicht. Ich gehe da jetzt durch und ich finde mein Gesicht so, wie ich das finde, gut und ich muss dann einfach wieder Seelenpflege betreiben und sagen, nee, ich strahle einfach von innen heraus. Absolut. Und dann kann man das für sich ganz gut annehmen und dann, glaube ich, funktioniert das auch. Also du tust es auf jeden Fall. Wir spielen auch immer ein bisschen hier im Podcast. Wir haben ein Entweder-Oder-Spiel immer gerne mit unseren Gästen. Du okay. hast zwei Antwortmöglichkeiten, musst dich immer für eine entscheiden. Okay. Also eigentlich ganz easy. Also entweder nie wieder Mascara oder nie wieder Lippenstift. Nie wieder Lippenstift. Ja, bist du so ein Augentyp? Ja, ich mag meine Augen viel mehr als meinen Mund, also würde ich doch immer die Augen betonen und nicht den Mund. Obwohl du ja auch sehr schöne Lippen hast, ne? Ich finde, es gibt wenige Frauen. Finde ich jetzt nicht so. Nee? Ich mag meinen Mund nicht so. Also ich, wenn ich jetzt sowas auswählen würde, würde ich immer mehr... Weil ich finde, du hast so schöne Lippen. Findest du? Ja, ich finde, ich habe zum Beispiel gar keine Lippen und ich hatte mal so einen tollen... Stimmt überhaupt nicht. Nee, doch, ich hatte mal als Teenie, da war ich mit einer Freundin in der Disco damals, Disco, und da war das total in, weißt du, dass man die Lippen so übermalt, ja. so ein Schmollmund so. Und wir haben das, glaube ich, ein bisschen sehr gut gemeint. Und dann haben wir so mit so zwei jungen Kerlen angebandelt und standen da und haben da so ein bisschen rumgeschäkert und dann sagte der eine, du hast da was und ging dann so mit dem Finger und wischte so diesen Lippen, diesen und dann hatte ich und ich nur so die Lippe weg. Er wischte quasi die Lippe weg und guckte dann auch ganz verwirrt und ich dachte so, oh Gott, ich glaube, time to go. Also deswegen mag ja Frauen mit sinnlichen Lippen, deswegen ich finde, du hast sehr schöne Lippen. Aber ich bin auch tatsächlich eher Typ Augen. Für was entscheidest du dich eher, wenn du mal so einen schönen Spa-Tag hast? Entweder für ein Facial-Treatment oder bist du eher Typ Massage? Massage. Ja, was für welche machst du? Ich gehe wahnsinnig gern zur Thai-Massage. Mhm. Also so richtig mit verrenkten? Nee, und gar nicht. Also ich mag schon diese warmen Ölmassagen, weißt du? Also wo man so liegt und dann so richtig durchgeknetet wird, der ganze Körper. Da stehe ich total drauf. Das finde ich richtig schön und ja, das mag ich. Also ich würde immer eine Körpermassage von der Face-Behandlung vorziehen. Ist bei dir auch so einer Thai-Massage mal jemand auf dich draufgehüpft? Das habe ich, mein Mann und ich, wir sind ja große Thailand-Fans und wir sind viel in Asien. Mhm. Und wir haben das auch natürlich schon öfter gemacht. Und ich bin aber nicht so der Fan von diesem Rumtreten und so. Mir tut das weh, mir ist das so unangenehm. Also ich mag lieber dieses Kneten und dieses Drücken und diese Druckpunkte und so, aber nicht so mit den Füßen auf mir rumtrampeln. Ich sag mal bitte, okay. ohne draufsteigen. Ja, ohne draufsteigen. Ich bin ja wirklich auch so ein zierliches Persönchen. Ich hatte mal eine Dame, die war doch etwas korpulenter und ich dachte nur, Mann, was macht die denn jetzt? Die ging dann auf die Liege. Ich sag, sie macht jetzt nicht das, was ich denke und saß komplett auf mir drauf und ich dachte, ich kriege überhaupt keine Luft mehr. Ja, und hab nur gesagt, nein, bitte nicht. Ja, also da muss man schon tough sein. Ja, ne, ja, da muss man aber auch, kann man aber auch sagen. Ja. Ne? Ja, ja. Liebe Gerrit, im Film entweder die Heldin oder den Bösewicht. Kommt immer auf die Rolle an. Also das kann man so gar nicht sagen. Natürlich ist der Bösewicht immer die größere Herausforderung, weil du einfach einen extremen Charakter bedienen musst. Also wenn du die Mörderin spielen kannst zum Beispiel, hast du natürlich viele Facetten. Eigentlich musst du dann immer versuchen zu spielen, dass du das ja gar nicht wolltest. Ja, so. Weil keiner will ja eigentlich ein Mörder sein. Man wird ja nicht als Mörder geboren. Mhm. Aber natürlich gibt es auch Heldinnenrollen, die ich sehr mag. Mhm. Wenn du die Wahl hättest, was würdest du für dein Leben lieber haben? Entweder eine Rückspul- oder eine Pausentaste? Ich würde auf jeden Fall die Pausentaste nehmen. Ich würde nicht nochmal gerne alles wieder zurück, retour. Nein, ich finde, mein Leben ist gerade so schön, wie es ist. Ich mag mein Leben total gerne.
Ich liebe mein Familienleben, ich liebe mein Leben mit meinem Mann. Das ist für mich das Schönste überhaupt. Aber ich könnte auf Pause drücken, weil ich manchmal das Gefühl habe, dass das Leben inzwischen rast. Weiß nicht, ob du das verstehen kannst. Total. Also ich habe das Gefühl, besonders Weihnachten kommt mir das immer so vor. Da denke ich immer, wieso habe ich, soll ich jetzt einen Weihnachtsbaum aufstellen? Den habe ich doch gerade weggeräumt. Also das ist so ein Jahr, finde ich, ist nichts mehr. Das geht so schnell. Das hat man ja als Kind gar nicht. Ne? Da ist es ja ewig alles. Mhm. Und je älter man wird, desto schneller vergeht die Zeit. Und das ist leider so. Und da kommt mir manchmal, auch wenn ich an mein Alter denke, dann denke ich so, es wird ja alles nicht besser. Da könnte ich jetzt mal so kurz die Pausentaste drücken. Total. Und was ich auch früher nicht verstanden habe, als ich noch keine Kinder hatte oder noch keinen Sohn hatte, da haben immer alle gesagt, an den Kindern sieht man die Zeit. Da habe ich immer gedacht, ja gut, klar, die werden auch irgendwie größer. Aber jetzt weiß ich, was die Leute immer gemeint haben. Also ja. Mein Sohn ist jetzt ein Jahr und ich frage mich, wo ist dieses Jahr hin? Ja, aber, gefühlt war aber der gestern jetzt warte klein. Mal, was, wie schnell das geht, dass der 15 ist und dann ist er auch 20 und dann fragst du dich, wo die Zeit ist. Also wenn ich meinen Sohn sehe, der ist jetzt 25 und ich sehe ihn noch immer mit so einer, er hatte so eine kleine rote Winterjacke, weiß ich noch ganz genau. Hat der Karl auch lustig. So mit einem Jahr hatte er so eine kleine rote Winterjacke mit so einer Kapuze und dann hing er immer bei mir hier so vorne dran. Ich mochte das so gerne, ich habe den wahnsinnig viel getragen. Mhm. Und da hing der immer so vorne an meiner Brust so dran. Es war immer so warm und kuschelig und dieses kleine rote Jäckchen und die Tüpfel. So, die wippte dann immer so, wenn ich da so gelaufen bin. Und da dachte ich, ach, dieses Gefühl habe ich noch. Und ich spüre das förmlich noch. Und da kommt mir so ein riesen Lulatsch entgegen. Mit so einer tiefen Stimme. Und dann denke ich, das ist jetzt mein Sohn. Wo ist die Jacke? Weißt du, das ist absolut, einfach so wahnsinnig schnell vergangen. Wahnsinn. Ja. Ja, ich habe mal ein Foto gepostet mit so kleinen Füßchen. Da haben auch Leute bei Instagram geschrieben, warte mal, bis der Schuhgröße 43 hat und die nicht mehr so süß riechen. Da siehst du, wo die Zeit hin ist. Und ich dachte so, oje. Ja, das habe ich. Ja. Nach einem langen Drehtag entweder der XXL-Burger mit allem oder das vegane Curry? Ein gutes Glas Rotwein. Okay, nehmen wir auch. Aber ernährst du dich generell gesund? Ich meine, du standst ja eben vor mir, liebe Gerrit, du hast ja eine unfassbar tolle Figur. Ja, man denkt sich, okay, macht die den ganzen Tag Sport oder isst diese Frau nicht? Sie sieht so knackig noch aus. Was ist das Geheimnis dahinter? Das fragen mich viele tatsächlich. Und ich schwöre es bei meinem Leben. Ich mache mäßig Sport. Ich ernähre mich nicht durchgehend gesund. Was ist bei mir das Geheimnis? Ich bin ein ziemlich nervöser Typ. Ich glaube, das ist es. Und ich bin eigentlich immer auch im Kopf in Bewegung. Ja? Ich habe immer ein Projekt. Ich habe immer ein Projekt. Ich habe immer was in der Pipeline. Und das ist so, glaube ich, etwas, was sozusagen, ja, mein Leben ist Sport. Ich bin immer in Aktion, ich muss immer was machen. Manchmal nervt es mich selber. Manchmal denke ich auch, warum kannst du nicht mal auf der Couch sitzen, dir ein Buch nehmen und mal richtig in Ruhe mal einfach relaxed sein, ja? So, das kriege ich irgendwie ganz schwer hin. Im Urlaub geht das. Mhm. Wir waren jetzt gerade 2 Monate im Urlaub. Wow. Also nicht ganz anderthalb, ich übertreibe. Aber das war toll. Wir haben viele Länder bereist und haben übrigens auch für Bunte eine kleine Kollektion geshootet, weil ich auch eine kleine Modekollektion rausbringe. Schön. Genau. Die jetzt dann in der Bunten erscheinen wird demnächst. Mhm. Da waren wir waren erst in Dubai und haben dann so eine Oman-Tour gemacht und dann sind wir nach Mauritius geflogen, haben Weihnachten mit den Kindern da verbracht und dann sind wir auf die Seychellen geflogen und haben da diese Modeshooting gemacht für meine kleine Kollektion. So. Und aber was ich eigentlich erzählen wollte ist, dass wir da im Urlaub wirklich, da geht das. Da können wir dann einfach mal Bücher lesen, mal entspannt auf einer Liege liegen, ohne schlechtes Gewissen und so. Da haben wir wirklich viel gelesen und so. Da kann ich das gut, ja. Aber so zu Hause oder wenn ich unterwegs bin, bin ich echt immer so am Denken, machen, so ein Macher. Immer machen, ja. Mhm. Immer machen. Wieder ein neues Projekt an mir überlegen, wieder was Neues starten. Muss mir immer was ausdenken. Und ich glaube, das ist mein Energieding. Ja. Vielleicht. Und das hält mich, glaube ich, sehr fit und hält mich auch schlank. Also, weil ich verbrenne natürlich dadurch auch viel. Ich muss gar nicht so viel Sport machen. Absolut. Mhm.
Wenn du aber mal sündigst, ja, was wäre das? Bist du eher der salzige Typ oder bist du ein süßer Typ? Also ist das dann ein Stück Kuchen oder kannst du nicht ohne Schokolade? Ich bin gar nicht so die große Süßmaus. Also ich bin jetzt nicht so die Schokoladentante. Wenn ich mal sündige, dann sind es so eher so abends mal so fette Trüffelnudeln oder sowas, was ich mir da mal so reinziehe. Oder mal so richtig, also einfach so richtig was Fettes. Meine Oma hat immer im Kühlschrank Fleischwurst. Auf Hessisch sagt man schön die Fleischwurst. Und die isst auch keine Schokolade oder irgendwas. Wenn die sagt, oh, ich brauche jetzt mal irgendwas, dann geht die immer im Kühlschrank, schneidet sich so ein dickes Stück Fleischwurst ab und dann isst die das genüsslich und das ist für die auch. Ja, das Wolke 7. Also ich esse keine Wurst. Also ich esse ja gar kein Schwein. Und dadurch fällt ja die Fleischwurst weg. Die Fleischwurst schon mal weg. Aber Trüffelnudeln sind auch ganz nice. Also. Ja, Trüffelnudeln ist ganz nice. Und ich esse natürlich auch andere Fleisch. Ich bin schon Fleischesser, aber eben nicht Schwein. Aber was ich dann eben so halt gerne esse, ist dann abends einfach nochmal so richtig schön fetten Käse. Weißt du, so mit ein bisschen geröstetem Brot in Olivenöl, schön ein bisschen Salz drauf und so. Das sind so meine Sünden. Also das esse ich wahnsinnig gerne. Super. Die sind auch noch ein bisschen gesünder, glaube ich, als Schokolade. Von daher ist das eigentlich ganz gut. Gerrit, wir schauen mal ein paar Jahre zurück. Es gibt eine ganz süße Geschichte. Du hast ja auch eine sehr bekannte Schwester, auch Schauspielerin. Die Anja. Und eigentlich hast du sie ja, so wie ich das jetzt verstanden habe, zur Schauspielerei damals gebracht, aus der Not heraus. Es gab da so eine Situation, wo du gesagt hast, Schwesterherz, ich brauche dich mal. Ja. Und damit ging es eigentlich los. Damit ging es los, da hast du vollkommen recht. Also als ich schon an der Schauspielschule war, hatte ich einen Vertrag bei der 750-Jahr-Feier Berlin. Da haben wir jeden Tag in ganz vielen verschiedenen Bezirken, also damals nur Ostberlin natürlich, es war ja noch vor dem Fall der Mauer, sind wir jeden Tag 7 oder 8 Mal aufgetreten. Das war so eine Schauspieltruppe. Und ich hatte da eben diese Hauptrolle, als weibliche Hauptrolle und hatte aber parallel dazu auch einen Film und wollte unbedingt die Dreharbeiten machen. Und Anja war damals 16 und war noch Schülerin. Also die hatte mit Film und Fernsehen praktisch gar nichts zu tun und wollte auch gar keine Schauspielerin werden und war auch überhaupt nicht sicher. Die wollte Ärztin werden, die wollte was ganz anderes machen und so. Und da habe ich gesagt, nee, du musst jetzt mal hier kommen. Ich gehe jetzt mal mit dir in den Wald. Wir üben jetzt mal. Wir machen mal ein bisschen Sprecherziehung. Und dann habe ich ihr ein bisschen beigebracht, wie man laut spricht, ohne dass man sofort heiser wird und all diese Sachen. Und dann habe ich ihr meine Rolle erklärt und hat sie das brav gelernt. Und dann ist die für mich aufgetreten. Nicht dein Ernst? Ja. Ja, und so kam es, dass sie ihre ersten Schritte als Schauspielerin gemacht hat. Und dann haben wir das ein bisschen ausgebaut. Dann habe ich ein bisschen weiter mit ihr geübt. Dann hat sie auch den ersten Film gedreht. Dann haben wir immer geschaut, dass sie bei meinen Filmen mitspielt. Dann habe ich auch mal bei ihren Filmen mitgespielt. Und so hat sich das dann aufgebaut. Und irgendwann ist sie dann so learning by doing sozusagen. Nach dem Abitur ist sie dann einfach so dabei geblieben und hat dann einfach diesen Fernsehberuf, also sie ist ja hauptsächlich vor der Kamera, dann wirklich perfektioniert und ist ja heute eine ganz gestandene, preisgekrönte Schauspielerin geworden. Wahnsinn. Also das ist ja sehr eine tolle Karriere hingelegt. Ja. Ganz toll. Ja, ihr beide, also auf jeden Fall echt ein super Duo. Und was ich auch spannend finde bei euch, ihr habt fast 20 Jahre zusammen gelebt mit euren Kindern unter einem Dach. Wenn ich mir jetzt vorstelle, gerade so unter Schwestern, auch der gleiche Job. Ja, also ich habe auch eine Schwester, wir sind auch beide Moderatoren und unter Geschwistern ist das ja auch nicht immer so easy und dann noch mit Kids. Aber das hat 20 Jahre gut funktioniert. Ich glaube, das hätte jetzt nicht in jeder Familie geklappt. Ja, also mit Höhen und Tiefen, ne? Ja. Wir haben uns das so doll gewünscht, als wir jung waren. Und dann haben wir dieses Nachbarhaus unserer Eltern gefunden. Und dann haben wir da praktisch aus so einem Einfamilienhaus kurzerhand ein Zweifamilienhaus gemacht, ja. Und dann haben wir die Kinder da bekommen. Dann waren die ersten Jahre unserer Eltern, haben uns sehr früh bekommen. Meine Mutti war 20, als sie mit mir schwanger war. Ganz junge Mami. Also ich habe so eine ganz junge Mami. Und die waren natürlich dann auch noch dementsprechend sehr jung. Also die waren ja jünger als ich jetzt, als ich 30 war, war meine Mutter 50, ja, das ist ja, und die sah auch immer so jung aus. Das war eine Zeit lang, da gab es gar keinen großen Unterschied zwischen uns, ja, so das waren tolle Jahre und
da haben wir viele Partys gemacht. Wir hatten dann praktisch, meine Eltern hatten das eine Haus und Anja und ich hatten das Haus nebenan und dann haben wir den Zaun in der Mitte weggemacht und dann war das eigentlich ein Riesengelände und dann haben wir, ach, wir hatten so eine schöne Zeit, das war einfach toll. Und super. Dann haben wir da die Kinder großgezogen und irgendwann lernte ich ja dann meinen jetzigen Mann kennen und der hatte ja auch ein Haus. Und dann haben wir uns geeinigt, dass Anja meine Haushälfte übernimmt und ich bin dann zu meinem Mann gezogen und wir haben jetzt 8 Kilometer Entfernung zwischen uns. Mein Gott, ja. Kriegt das, man gerade so noch ja, hin. Ja, und das ist auch ganz gut, weil jede Zeit hat so seine Sachen. Und absolut. Wir hatten diese Zeit zusammen, die war wunderschön und jetzt haben wir eine andere Zeit und die ist auch gut. Ja. Jetzt kann man sich mal wieder besuchen, was auch schön ist. Wir konnten uns ja nie mehr besuchen, weil wir waren ja immer zusammen. Ja. Und wenn man jetzt mal sagt, ach, ich fahre mal zu Anja, dann bin ich da Besuch. Und das finde ich eigentlich auch ganz cool. Ja. Und wie habt ihr das gemacht? Ich stelle mir das jetzt nur gerade vor, wenn ihr da alle zusammen gewohnt habt, wenn du vielleicht mal jemand eingeladen hast, musste man sich dann einigen, du bist dann heute ja, nicht da. Ja, das war eben das manchmal ja auch problematisch. So easy, ne? Ne? Ja. Dann hatten wir ja einen gemeinsamen Garten. Und wenn ich jetzt eine Grillparty gemacht habe mit Leuten, meistens, also in der Regel war das nicht das Problem, weil wir ganz, ganz viele Freunde sind, unsere gemeinsamen Freunde. Mhm. Und wir haben einen riesengroßen, sehr tollen Freundeskreis und die Freunde, die sind auch, also fast alle gehören auch in Anjas Freundeskreis rein, so dass sich das, wenn einer eine Party gemacht hat, sowieso immer gemischt hat und dann kamen alle zusammen, ja. Aber jetzt ist es eben so, man kann eben auch mal für sich was machen und man kann zusammen was machen. Das hat auch seine Vorteile. Also ich finde es so jetzt ganz schön, wie es gerade ist. Absolut. Und ich stelle mir nur gerade vor, jetzt in meinem Status mit kleinem Baby und wieder schwanger, Oma und Opa direkt nebenan war, glaube ich, auch nicht so verkehrt. Ne? Die konnten dann einfach mal rüberkommen. Ja, die hatten ja die perfekt. Eltern waren natürlich dann dadurch immer präsent. Ja. Und auch für die Kinder immer präsent. Es waren immer die Großeltern und das hatte wirklich seine schönen Jahre und eine gute Zeit war das. Wir haben viel gelacht, wir haben uns geholfen gegenseitig und es war einfach unkompliziert. Und wie gesagt, jetzt ist es halt ein bisschen entzerrter, weil wir jetzt ein bisschen weiter auseinander sind. Aber wenn jetzt jemand Hilfe braucht oder so, dann ist man natürlich auch da. Und das heißt, alles hat im Leben seine Zeit. Deswegen. Alles das ist hat ja, im Leben seine Zeit. Genau, richtig. Gerrit, vielleicht noch ein kleiner Ausblick. Was steht bei dir an in nächster Zeit? Können wir uns auf was freuen? Ja, du hast ja schon gesagt, du bist mit deinem Buch oder mit eurem Buch, seid ihr auf Tour. Ja, ja. Gibt es da noch ein paar Dinge, die du uns vielleicht schon als Ausblick geben kannst? Also, ich werde jetzt erstmal wieder einen riesen Schwung Notruf Hafenkante drehen. Das hat jetzt angefangen. Das geht jetzt mal richtig zur Sache wieder. Ich mache wieder Theater auch. Ich mache auch eine große Deutschland-Tournee mit einem Stück, was ich selber inszeniert habe und auch die Hauptrolle spiele. Das ist ein Eckburn-Stück. Und ich mache etwas, was ich noch nie gemacht habe und was ich überhaupt nicht kann. Und das finde ich total lustig, dass ich jetzt sage, ich guter mache Teaser. Das. Und zwar für Sat.1 mache ich bei diesem großen Prominentenbacken mit. Oh, das finde ich toll. Weil ich die Sendung so charmant finde. Ich finde die Sendung so charmant und ich finde, dass Amy das so per charmant macht. Und das probiere ich mal aus. Das heißt, du gehst da auch sehr jungfräulich jetzt rein. Du bist jetzt keine Backqueen schon von Haus. Backen. Also okay. Ich kann wirklich überhaupt nicht backen. Ich habe einen Thermomix und backe alle meine Kuchen backe ich mit diesem Thermomix. Vielleicht kannst du den ja mitnehmen. Da drücke ich auf Kirschkuchen zum Beispiel und dann sagt er mir Mehl, Butter, Dings, Dongs und dann mache ich das da alles in diesem Thermomix rein und dann stelle ich das in den Backofen und mehr kann ich nicht. Und wenn ich jetzt sage, ich werde da Torten backen, dann wird mir jetzt schon, ich merke richtig, wie mir so heiß wird unterm Haar, weil ich so denke, auf was lasse ich mich da ein? Also das ist waghalsig. Also schauen wir auf jeden Fall rein. Das ist waghalsig. Das klingt super spannend. Und ich werde bisschen üben vorher, glaube ich. Ich hab einen Freund, der ist wirklich ein Sternekoch. Oh. Der kann auch ganz, ganz toll backen. Und mein Freund Daniel aus Hamburg, und den habe ich schon angerufen und gesagt, Daniel, wenn du nicht willst, dass deine Freundin sich bis aufs Blut blamiert, dann musst du mir wenigstens ein paar Regeln erklären. Er hatte gesagt, ja, okay, er schreibt mal einen Zettel. Er schreibt mal einen Zettel. Ich habe gedacht, das kann ein ganzes Buch werden. Ja, ja sehr weil ich schön. Wirklich, ich fange am Urschleim an. Aber wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Absolut. Oder? Du, ich glaube, manchmal muss man sich auch auf was einlassen, um mal zu schauen,
was kommt am Ende mal raus, ja? So, wenn man es nicht versucht hätte, dann ärgerst du dich vielleicht irgendwann und sagst, hätte ich es mal gemacht. Und was dabei rauskommt, ich habe es jetzt gerade ja auch wieder geschaut, das ist ja unfassbar. Das sind ja Kreationen, wo man sich denkt, wow, sind das alles irgendwie Meisterbäcker oder wo holen die das her, ja? Ja, und das ist das Tolle. Also meine Freundin Franziska Knuppe. Mhm, die war hier auch schon in einem sehr lustigen Podcast übrigens. Ja, also Franzi Lein, der hat das ja auch gemacht. Hat die auch gewonnen. Ja. Und die ist für mich so ein Vorbild, ja, weil sie hat mir auch gesagt, Gerrit, ich konnte gar nicht backen. Ich konnte das nicht. Und dann habe ich gesagt, wenn sie es nicht konnte und es gewonnen hat, dann habe ich eine kleine Chance, dass ich mich, wenn ich mich ganz doll anstrenge und das einfach übe, dass ich das vielleicht ja auch ganz gut hinkriege. Man weiß es nicht. Und wenn nicht, dann geht ja auch nicht die Welt unter. Absolut. Ja. Da hast du, glaube ich, ein paar schöne Drehtage. Das ist ja immer ein sehr nettes Team. Ich habe da, glaube ich, Spaß. Ja. Und ich freue mich darauf. Das ist mein Highlight. Und neben Dreharbeiten, Theater und Lesungen und Kollektion. Dann arbeite ich ja noch als Coach. Ich habe ja eine Coaching-Ausbildung gemacht vorletztes Jahr. Coache viele Schauspieler und für ihre Rollen und so. Ich meine, ich bin ja immer so am ernsthaften Arbeiten und da ist dieser kleine Ausbruch mal in so eine ganz andere Richtung eine sehr, sehr schöne, willkommene Abwechslung, glaube ich. Also wir drücken auf jeden Fall bei allem ganz fest die Daumen. Langweilig wird's dir nicht. Nee. Danke, dass du bei uns warst, liebe Gerrit. Wir haben sehr viel gelernt, sehr viel gelacht mit dir. Dankeschön, dass du heute bei uns warst. Ja, das hat mir auch viel Spaß gemacht. Dankeschön. Danke, Jenny. Bunte Lipgloss, der Beauty-Podcast mit Jennifer Knäble. Ein Bunte Original Podcast.